Welcome back to Tomb Raider! Unsere Freunde sind irgendwo weit unten am Strand der Insel. Und da müssen wir jetzt auch hin. Tja, aber die Gondel, die funktioniert nicht mehr. Das ist ja toll. Ich kenne natürlich einen guten Weg dahin, aber ich will da eigentlich nicht wirklich runterspringen. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Gibt's denn hier sonst noch was? Hier haben wir, ja, eine Leiter? Vielleicht? Boah, guckt euch das mal an, das ist ein Schiff. Verrückt, das Ganze ist schon ganz schön verrückt. Ja, es ist viel zu ruhig. Ist mir auch schon aufgefallen. Nach dem Dauerbeschuss, den wir in den letzten Folgen immer hatten. Ja, da sind sie auch schon, natürlich. Hallöchen auch. Ich heiße euch auch herzlich willkommen bei der Party. Hier. Das ist ein guter Eröffnungsstart hier. Gebt gleich mal einen Startschuss. Oh oh. Kann ich da hinten? Ja, natürlich kann ich. Der lebt noch. Aber ich glaube jetzt nicht mehr. Nein! Hilfe, 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 Hilfe. Komm her, komm her, komm her. Wir machen euch alle kalt. Bam! Der war hinter uns. Nein! Und tschüss. Hallo, hallo, ist da noch wer? Ist da noch wer? Natürlich, die gehen einfach nicht auf hier. Ach komm, du hast keine Chance. Und du da hinten auch nicht. Ah, der ging zu wenig weit. Ne, leider hat sie nicht ganz erwischt. Jetzt lungert da hinten nicht rum. Ha, beide erwischt. Ah, beide nicht tot, na toll. Ha, wie nah wollt ihr denn noch kommen? Nein, Lana! Ah, kommt, ey, hallo. Geht's euch noch gut? Wie viele seid ihr denn noch? Ihr seid immer viel zu viele. Naja, Schiff, Munition, alle. Der lebt noch, oder? Ja. War's das? Nö, natürlich nicht. Wie konnte ich nur erwarten, dass es das jetzt war? Ah, nö, komm schon, nicht noch ein MG. Bist du bekloppt? Ah, super. Nein! Nein! Wer meine Brüder tötet, muss sterben! Ja, genau, ebne mir den Weg. Dankeschön. Vollhorst. Und tschüss. Ja. Er bringt mich um, weil ich seine Brüder getötet habe. Aber was macht der hier? Der ist so ein Honk, ey. Der bringt seine Brüder ja genauso um. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Boah, was für ein Sprung, Leute. Wie überlebst du das nur alles, Lara? Du kommst ja in schlimmere Situationen als Nathan Drake. Das will was heißen. Boah, der war aber knapp. Der war ein bisschen früh. Na toll, na toll. Nein! Alter! Ich hab nur noch geklickt, ich hab gar nicht geguckt. Oh oh. Nein, 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 wir lassen uns jetzt nicht mehr aufhalten. Huh! Schon wieder so krasse Sachen überlebt, das ist unglaublich. Das Spiel lässt einem keine Pause. Jetzt raus aus dem Wasser, obwohl es ganz schön aussieht, ne?
gefällt es mir. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Na, Hauptsache, wir sind unten. Ja, mal sehen, ob es den anderen gut geht. Die müssten ja irgendwo hier sein, oder? Am Strand. Geschafft. Wo sind sie jetzt? Tja, das ist die Frage, gute Lara. Schiff hat sie ja ein paar. Aber ob da noch eins läuft? Ich weiß ja nicht. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Hm, noch ein bisschen Bergungsgut. Was haben wir denn da? Aha, so eine komische Boje. Hallo, du Boje. Dreieck. Jo, was bringt denn das? Hm, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir mit der anfangen könnten. Ja, ich glaube, ist auch weniger wichtig, nehme ich mal an. Gehen wir mal weiter runter hier. Bisschen an den Strand. Jetzt noch ein lecker Eis hier. Und dann schön baden gehen. Wobei, baden gehen, naja. Wir sind ja gerade baden gegangen. Und das war nicht so schön. Lassen wir das lieber. Es war genug Aufregung für einen Tag. Ah, da vorne sehe ich auch noch ein bisschen Bergungsgut. Hallo, Bergungsgut. Ah, drei von Teilen Gewehr. Oh yeah, ich will ein Lager, ich will ein Lager. Ich will ein Lager. Aua. Ach, guck mal, oh, guck mal, ein Panzer. Der ist aber ganz schön verrostet. Alter, wie lange der hier wohl schon steht? Müsste eine halbe Ewigkeit sein. Da haben wir wieder ein Wildschwein für Obelix. Da können wir noch die Tür rausziehen. Oder auch nicht. Verdammt, das kann ich noch nicht. Ah, schade. Hallo, Freunde, seid ihr irgendwo? Ich glaube, da oben kommt... Ah, doch, ich kann natürlich... Ah, kann ich jetzt mit dem brennenden Pfeil... Ja, das funktioniert. Dann hallo, Bergungsgut. Eins von drei Teilen Schrotflinte. Hm, schön. Gibt's denn hier nirgends ein Lager? Ach, da hinten ist auch noch Bergungsgut. Müssen wir alles mitnehmen. Ein Jeep? Okay. Ach, das ist... Das hier ist ein Lager. Das sehe ich doch. Na, endlich. Wird auch Zeit. Sturmgewehr. Waffe munizieren. Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Juhu! So muss das laufen. Na, okay. Dann haben wir hier noch ein bisschen... Ne? Hier haben wir sicher noch was Schönes. Ah, was haben wir da? Ah, das haben wir schon. Okay. Jo, was wollen wir? Vielleicht hier noch was draufpacken? Größeres Magazin? Schaden erhöhen? Rückstoß? Ich glaube, wir erhöhen mal ein bisschen den Schaden. So, und dann vielleicht... Noch ein bisschen bei der Schrotflinte was wäre nicht schlecht. Ich mag ja unsere Schrotflinte, unsere Schrotflinte. Nein, unsere gute alte Schrot. Weitere Stabilisierung, oder? Nachladen beschleunigen. Ja, das wäre nicht schlecht. So, dann haben wir unsere Ressourcen auch schon wieder aufgebraucht. Gehen wir halt mal weiter. Haben wir hier denn noch was Schönes? Das sieht ziemlich verlassen aus hier alles. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist.
Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Reyes hatte recht. Ich war naiv und Menschen wurden verletzt. Ich werde dafür sorgen, dass sie wieder nach Hause kommen. Tja, das hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Dass wenigstens die letzten Überlebenden hier noch nach Hause kommen. Munition. Ah, hier können wir noch eine Tür öffnen. Da gibt's vielleicht auch noch was Schönes. Ah, ich mag doch schöne Dinge. Hier vielleicht nichts. Doch, hier. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Jonah hat wahrscheinlich als erster von uns daran geglaubt, dass diese Insel verflucht ist. Ich muss einen Weg finden, sie alle von hier wegzubringen. Das ist eine gute Idee, Lara. Und auch wir kommen hier hoffentlich irgendwann noch weg. Ah, das ist das Boot. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gerne hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ja, das werden wir auch noch überleben. So, hallo Leute. Gern das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Steh einfach nicht im Weg rum. Glaubst du, die Dinger schießen noch? Sie müssen gereinigt werden, aber sie werden funktionieren. Hoffentlich werden wir sie nicht brauchen. Sam, sei vorsichtig. Hey, Lara ist nicht die Einzige. Scheiße! Vorsicht, Sam! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Fass nichts an. Oh, zum Glück gibt es in der Nähe keine Spiegel. Ich muss furchtbar aussehen. Sicher nicht so schlimm wie ich, Sam. Ja, das stimmt ja, allerdings. Was? Ihr seid beide wunderschön. Ach, Jonah, du bist süß. Aber ein schlechter Lügner. Ganz schön im Eimer. Aber ich krieg's schon zum Laufen. Ja, das hoffen wir doch. Hey, Lara. Danke, dass du uns da rausgeholt hast. Na, immer doch. Du würdest dasselbe für mich tun, oder? Ja, sicher. Warum bist du noch hier? Wir brauchen diesen Flaschenzug, Lara. Ja, stress mich doch nicht. Ich wollte doch nur noch ein bisschen quatschen. Ich kann's kaum erwarten, hier wegzukommen. Ich fühle mich nicht sicher. Keine Sorge. Wir kommen heim. Irgendwie. Natürlich. Braucht Jonah nicht irgendwas von dem alten Segelboot da draußen?
Du solltest besser gehen. Jo, ich mache mich mal auf den Weg. Jonah, hast du noch was zu quatschen? Es ist schön, dass du wieder da bist, Lara. Wir werden alle irgendwie von hier wegkommen. Du solltest aufbrechen, bevor es zu spät wird. Die Sonne geht schon unter. Du solltest gehen. Ja, aber das verschieben wir dann auf die nächste Folge. Dann begeben wir uns mal da nach hinten zu diesem Turm. Und hoffentlich finden wir da was, was uns weiterhilft. Damit wir dann zu diesem Tempel schippern können in der Mitte des Sees. Und vielleicht was gegen diese Stürme unternehmen können. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.